Ein Knecht lag heimlich bei einer Magd und schlief bei ihr bis in den hellen Morgen. Da rief der Hirte laut: Auf, lass die Herde hinaus! Darüber erschraken die Magd und ihr Liebster. Ein Knecht, der lag verborgen wie einer, den es lief, und so auf den lierten Morgen, der Hirte lurte rief: Ohne Flassus die Herd, des erschrak die Dirne und ihr Geselle wehrt. Er musste das Stroh verlassen und sich von seiner Liebsten trennen. Er traute sich nicht länger zu bleiben. Er nahm sie in die Arme und das Heu, das auf ihm lag, sah die Schöne in den Tag hinauffliegen. Das Stroh, das musste er rühren und von der Lieben fahren. Er toste sich nicht zürmen, er nahm sie an den Arm. Das Heu, das auf ihm lag, das es auch die Reine, wo fliegen in den Morgen. Darüber mussten sie lachen. Vergnügt schloss sie die Augen. So zärtlich konnte er an diesem frühen Morgen mit ihr das Liebesspiel spielen. Wer hat hier größeres Glück gesehen, so ohne jeden Aufwand? Davon sie musste lachen, ihr ziehen die Augen zu, so zur Sekunde machen, in dem Morgen froh, mit ihr das Bettespiel, wer sah am Geräte, ihr Freuden mir so viel. Ein Knecht, der lag verborgen, wie einer, den es lief, so zur Sekunde machen, mit ihr das Bettespiel. Ein Knecht, der lag verborgen, wie einer, den es lief, so zur Sekunde machen, mit ihr das Bettespiel. Ein Knecht, der lag verborgen, wie einer, den es lief, so zur Sekunde machen, mit ihr das Bettespiel.